Hallo, hallo, guten Morgen. Es ist Freitag und ich bin die Tina. Ihr seid hier gelandet in meinem Strick- und Spinn-Podcast. Es geht ums Stricken, ums Handspinnen und um allerlei Gequassel übers Leben und so weiter. Hinter mir auf meinem Balkon, also hinter euch ist mein Balkontür und da die kleinen Spatzen, die sammeln da Wollreste auf, die ich ihnen hingelegt habe. Die scheinen ihre Nester auszupolstern. Die sind richtig fleißig dabei, schon den ganzen Morgen. Und mopsen da die Wolle. Das ist total süß. Ja, ich bin also zurück von meiner Reise. Ich war ja eine Woche unterwegs und möchte euch jetzt darüber erzählen. Und ich werde den regulären Podcast hinten anhängen und erstmal anfangen mit der Reise, dann mit der Wanderwool und dann dem Podcast. Also das wird wahrscheinlich auch nicht alles heute hochkommen. Ja, ich muss das ein bisschen teilen, weil sonst würde das zu lang. Ich schnatter ja auch immer so lange. Wisst ihr ja. Ihr findet mich als Elfenwolle im Internet und als Tina Söckchen. Ich habe auch eine kleine Faserfirma bei Etsy und der Shop ist auch wieder offen. Da ist auch noch was drin, aber so schnell werde ich jetzt nichts auffüllen, weil ich muss ja erstmal wieder färben. Ich habe, glaube ich, noch zwei oder drei Färbungen hier liegen, die ich noch einstellen kann, aber der Rest ist ja, muss ja erst wieder gefärbt werden. Und da ich jetzt heute nichts mache und am Wochenende mir da auch noch frei nehme und es erst nächste Woche wieder losgeht, dauert das halt eine Weile. Ja, das dazu. Das ist auch hier eine Werbesendung, das schreibe ich ja immer vorne an und es ist aber nichts, ich werde nicht gesponsert da, außer von mir vielleicht, aber ansonsten von niemand anderem. Ich habe mir aus London Earl Grey Tee mitgebracht und da habe ich mir jetzt auch eine Tasse gemacht und ich habe hier heute meine schöne Tasse. Da. Ja, auf der anderen Seite ist sie noch schöner, Tina. Die Einstellung stimmt hier auch alles nicht mehr. Ich muss das alles wieder üben. So, da ist sie. Ja. Ach, der schöne Tee da. Das war so herrlich. Ich habe so viel Tee getrunken. Es ist hier einfach nicht das Gleiche. Ja, ihr seht, ich bin Großbritannien-Fan, das wisst ihr ja. Ja. Ich fange am besten mit der Reise an. Wir sind letzten Donnerstag aufgebrochen, ziemlich früh. Wir hatten wieder etliche Deutsche Bahnmalessen, aber das ist ja normal. Irgendwie, das ärgert mich auch nicht, wenn alles läuft, ne? Also, es ist ein Riesenunternehmen und es kann immer was schiefgehen. Das weiß jeder, der selber ein Unternehmen hat. Der weiß, dass Dinge irgendwie anders laufen, wie man will, und man hat das gar nicht mehr unter Kontrolle manchmal. Und das kann ich mir schon vorstellen, aber es war in Ordnung, der Service war okay. Und wir hatten halt Glück gehabt. Unser Zug war, wir hatten die Fahrkarten ja schon im Februar gekauft, weil sie ja, die preiswerteren Fahrkarten gibt es ja dann immer nicht mehr. Und deswegen haben wir im Februar schon unsere Fahrkarten gekauft. Und da hatten die uns da eine Route gebucht, die super klang. Wir wären 4:17 Uhr losgefahren und dann umgestiegen in Köln nach Brüssel und in Brüssel praktisch in den Eurostar. Allerdings hatten die damals einen Fehler im System. Die hatten nämlich den Zug von Köln nach Brüssel eine Stunde später eingetragen, als der eigentlich fuhr. Das muss ihnen irgendwann aufgefallen sein und sie haben die Zeit geändert. Und ein Glück habe ich noch mal geguckt da vorher. Das war einfach ein dummer Zufall, weil ich nämlich meine Fahrkarten dann endlich mal in meine App reintun wollte. Also so richtig kann man das ja nicht, aber man kann es zumindest als sich anzeigen lassen als Favorit. Dann kriegt man nämlich auch den Verspätungsalarm. Ja, und bei der Gelegenheit habe ich dann festgestellt, dass wir viel später in Köln sind mit unserem Zug, als der Zug nach Brüssel abfährt. Macht sich nicht so gut, ne? Ja. Gut, also haben wir da noch umgebucht. Mussten noch zum Südkreuz, weil wir das da gebucht hatten an dem Reisecenter und mussten wieder hin. Und die haben uns das aber anstandslos umgebucht, mussten dann allerdings mit dem Zug 0:20 Uhr fahren. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich den Abend vorher nicht geschlafen habe. Im Zug kann man mehr als ruhen, kann man das nicht bezeichnen. Also richtig schlafen ist ja da auch nicht. Und dann ist man ganz schön kaputt, wenn man abends da noch durch London zieht. Aber gut. Da mussten wir mal einen Tag durch, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und wir fahren ja gerne mit dem Zug, von daher, also ich fahre nur mit dem Zug und ich nehme das halt in Kauf. Da ist man halt mal einen Tag ein bisschen gerädert. Man müsste sich das in unserem Alter, sag ich mal, einfach anders einteilen.
und dann erstmal einen Relaxtag in London einlegen oder eben so fahren, dass man später ankommt und dann gleich weiterfährt in irgendeinen Vorort oder irgendwohin außerhalb. Mensch, jetzt drückt mir heute hier echt alles außerhalb, dass man da einfach einen Relaxtag erstmal einlegt. Junge Leute, die können das ja ab, da passiert ja gar nichts. Früher konnte ich das auch da 3 Tage durch die Nacht ziehen. Das war alles kein Problem. Ja, wir sind also 0:20 Uhr gefahren. Die Zeit vergeht ja ziemlich wie, ja, man schläft halt oder strickt dann und das war okay. Dann sind wir in Köln umgestiegen. Da hatten wir ein bisschen Aufenthalt. Wir haben auch so gebucht diesmal, dass wir ein bisschen Aufenthalt haben. Mit der Rennerei, das ist auch nichts für mich. Ich renne nicht gerne von einem Zug zum anderen. Und wenn der dann 5 Minuten Verspätung hat, muss man bangen, dass man den anderen noch kriegt. Das ist zu viel Hickhack. So einen Stress mache ich mir im Urlaub nicht. Da bleibe ich lieber mal irgendwo eine Stunde beim Starbucks oder sonst irgendwo sitzen. Ja, wir haben uns in Köln dann auch erstmal hingesetzt und haben da einen Tee getrunken und Tee und Kaffee getrunken und was gefrühstückt. Und dann sind wir ganz entspannt in unseren Zug nach Brüssel eingestiegen. Und dort ist dann die Miriam. Ihr kennt sie als Wollnation oder Wollnation, zugestiegen und sie ist nämlich mit uns mitgekommen und wir haben uns ja die Wonderwool gemeinsam dieses Jahr angesehen. Und dazu erzähle ich euch aber noch. Wir sind also weiter nach Brüssel und sind dort umgestiegen in den Eurostar und ich muss sagen, es hat sich schon sehr verändert. Die haben ziemlich gebaut, auch im Zuge des Brexit. Sind die Kontrollen rein in den Eurostar, die waren ja schon immer so, da musste man wie im Flugzeug sind die, also ganz genau so. Aber diesmal war anders, dass wir, als wir in London angekommen sind, wenn man rauskommt aus dem Eurostar, konnte man sonst immer rausgehen. Und diesmal ist das, also jetzt ist das nicht mehr so, man hat dort auch noch Kontrollen. Also man muss wieder seine Fahrkarte vorzeigen und auch den Ausweis. Ja. Im Moment sind wir ja noch EU und da gilt noch unser Ausweis. Was später wird, werden wir sehen. Interessiert mich auch nicht. Ich habe ja da nichts zu verbergen und es ging auch relativ schnell. Die haben da ziemlich viele Gates gebaut, wo man durchgehen kann. Sind doch alle freundlich, also das ist okay. Ja, dann waren wir in London. Mitten in London kommt der ja an, in St. Pancras. Das ist ja ein wunderschöner Bahnhof. Also ich liebe ja diesen Bahnhof und da haben wir auch erstmal ganz relaxed all unsere Wege erledigt. Sprich, wir haben Geld geholt, wir haben die Fahrkarten gezogen, die wir für Großbritannien gebucht hatten. Und wir haben da ein bisschen rumgeguckt, was zu essen geholt, einen Tee getrunken und alles ganz relaxed, bevor wir ins Taxi gestiegen sind, was uns zu unserer Unterkunft gebracht hat. Dort haben wir auch nur unsere Klamotten abgeschmissen und sind dann raus ins Londoner Leben. Also London ist total hektisch. Und ich bin ja kein Freund davon, so Sehenswürdigkeiten anzugucken. Das mache ich in der Regel nicht, außer ich bin da gerade irgendwo, wo eine steht oder eine ist, dann gucke ich die mit an. So ist das in der Regel bei mir. Aber wenn man dann in so einer Stadt ist und man hat schon so viel gehört von den Dingen, dann fährt man doch mal zu was hin. Also das ist schon ganz normal. Also kann ich jeden Touristen verstehen. In Berlin verstehe ich die immer nicht, wie die da zu dem allen rennen können, wo so viel los ist. Ich sitze lieber im Britzer Garten. Aber das haben wir ja in London auch schon gemacht. Wir sind dann eben durch den Hyde Park gewandert, aber diesmal nicht. Diesmal war es so gewesen, ich habe nämlich keine Jacke mitgenommen und das Wetter war ja richtig schlecht angekündigt mit Regen und so. Richtiges britisches Wetter halt. 8 Grad und Regen in Wales. Wir hatten in London aber einen schönen Tag. Da war das Wetter richtig gut und die Sonne hat geschienen und hat uns da begleitet auf unserer ersten Tour durch London. Wir hatten halt im Internet gegoogelt, wo wir diese Barbershops finden, damit ich an meine Jacke komme, weil ich habe mir vorgenommen, so eine gewachste Jacke zu kaufen dieses Mal, die ich letztes Jahr in Oxford nämlich nicht mitgenommen habe, wo ich mich dann das ganze Jahr geärgert habe. Und die war so schön, so mit Blümchen drin, hier Innenfutter Blümchen und die hatten so viele davon in vielen Farben und ich habe mich so geärgert. So. Dann habe ich gesagt, das Erste, was ich mache, ist eine Jacke kaufen. Und die anderen beiden sind dann mitgekommen, weil wir wollten dann einfach relaxed durch London schlendern, vielleicht ein bisschen shoppen und was essen, ein bisschen da
rumfahren. Ich glaube, wir sind auch ein Stück mit dem Bus gefahren. Das ist ja da immer ganz easy. Die Stadt anzugucken mit dem Bus macht total Spaß in London, weil man sieht, man fährt an vielen Dingen vorbei, wenn man sich die richtigen Busse aussucht. Und das ist viel besser, wie mit der U-Bahn zu fahren. Ja, und so sind wir dann die Shops abgefahren, abgelaufen. Die waren relativ in der Nähe. Und beim zweiten haben wir auch eine Jacke gefunden. Und ich habe jetzt meine Jacke. Ja, da habe ich ja schon ein Bild gepostet, wo ich die gekauft habe. Ich habe euch ja beim Instagram relativ auf dem Laufenden gehalten, aber nun sind ja auch viele von euch, die jetzt kein Instagram haben. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch die Vlogs drehen. Die längeren Vlogs, ich sag's euch gleich. Ja. Na, wir haben das auch ganz relaxed gemacht und haben da auch überall geguckt und da und hier und haben auch etliches gesehen. Und London ist einfach von der Architektur her auch schön. Also nicht nur die Sehenswürdigkeiten, die vielleicht im Besonderen, aber die Häuser an sich. Ich könnte dort wirklich in diesem, ich könnte an jedem Haus stehen bleiben und Details fotografieren und mir angucken. Und da könnte man so viel zu einem winzigen Teil von London schon erzählen und Bilder bringen. Das würde mir auch Spaß machen, aber das übersteigt alle Dimensionen dessen, was ich hier einstellen und bearbeiten kann. Deswegen, also habe ich auch nicht so viele Bilder gemacht. Und dann war es auch noch so, ich hatte ja nun die Kamera das erste Mal mit. Ich habe mit der Kamera viel gearbeitet, aber ich musste auch ein paar Bilder mit dem Handy machen, damit ich euch auf Instagram auch mal auf dem Laufenden halten kann. Und auch meinen Eltern zum Beispiel mal was in die Gruppe stellen kann, die wir bei WhatsApp haben. Damit die auch was sehen. Und nicht erst, wenn ich zurückkomme. Und da habe ich dann manchmal aufs Handy gewechselt und dann wieder. Und die Bilder sind jetzt halt alle durcheinander. Also die muss ich irgendwie alle sortieren. Ich habe gestern das schon auf den Computer geladen und habe schon gedacht, oh Gott, das wird ein Haufen Arbeit. Ja. Ja, aber es hat Spaß gemacht, auch mit der Kamera zu arbeiten. Das war super. Ich hätte in mehreren Situationen das andere Objektiv gebraucht. Ich habe es nicht mitgenommen. Und es war auch gut so. Ich hätte es gebraucht, aber dafür muss man, glaube ich, extra im Urlaub fahren. Wenn man kiloweise Wolle kaufen will, sollte man an jeder Ecke Gewicht sparen, wo man sparen kann. Deswegen, das war gut, dass ich es nicht mitgenommen habe. Ja, und deswegen habe ich jetzt meine Jacke. Es gibt da halt ein Foto, wo ich sie anhabe. Ich habe sie auch hier. Ich habe euch alles hierher gelegt. Alles. Hier sieht es aus. So, ich zeige sie euch mal kurz. Hier ist nämlich jetzt mein schönes Innenfutter. Das war übrigens die letzte. Die hat auf mich gewartet in London. Da ist das Innenfutter. Und das ist die Jacke halt außen. Und ich liebe sie. Sie ist relativ schwer. Es ist eine dicke, also dickere. Es gibt halt ganz dünne für den Sommer und halt dickere. Und ich habe mir halt die bisschen stabilere, dickere, die wirklich das dem englischen Landleben entspricht, geholt. Weil ich die ja auch auf der Arbeit tragen will und ja, so weiter. Ich liebe sie auch, sie hat riesen Taschen hier draußen dran. Das ist super, da kann man richtig was unterbringen. Also ja, sie ist von Barbour und hier innen kann man da noch das ziehen, dass man die in der Mitte noch enger machen kann. Also sie hat genau die richtige Länge. Also ja, Kapuze hat sie auch. Ich habe auf dem Foto seht ihr das dann besser, wie ich damit aussehe. Sie ist relativ schwer, aber sie hält auch warm. Sie hält echt den Wind ab. Ich habe es in Wales ja ausprobiert. Ja, das habe ich mir also gekauft in London auf unserer Hinfahrt. Wir haben uns überlegt, wir hatten auch Miriam gefragt, ob sie zu einem Wollladen möchte. Auf der Hinfahrt hat sie nicht. Sie hat dann auf der Rückfahrt noch einen Wollladen mitgenommen und wir haben uns entschlossen, nicht an den Wollladen zu fahren, weil beim Loops waren wir jetzt schon zweimal und die anderen Wollläden liegen alle so weit außerhalb, dass wir das mit dem Bus dann nicht mehr geschafft hätten. Und das wäre zu viel gewesen, weil wir waren doch ganz schön geschlaucht. Ja. Also sind wir auf die Jagd von der Jacke gegangen und haben da auch wieder einen anderen Teil von London gesehen, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Wir waren nämlich am Piccadilly Circus. Ich habe da auch ein paar Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Standorte da noch zusammenkriege. Ich könnte die mir jetzt an den Bildern, anhand der Bilder, die Koordinaten raussuchen, aber ob ich das alles mache, weiß ich noch nicht. Genießt einfach dann die Bilder und die schöne Architektur in London. Ja, ich finde es einfach klasse, die Häuser und auch es gibt ja in Großbritannien viel, was gleich aussieht, aber es gibt auch viel Unterschiedliches in der Stadt.
Also finde ich faszinierend. Ich liebe London, nur den Trubel und die Massen, die da sind und diese Hektik. Das mag ich nicht so. Das ist halt nicht so meins. Deswegen, ich könnte mich nicht länger wie einen Tag in London aufhalten, dann will ich echt weiter aufs Land. Finde das britische Landleben viel schöner. Ja, aber London ist jedes Mal auch eine Reise wert. Kann ich nur sagen. Wer da mal sich Sehenswürdigkeiten angucken will, ist wirklich zu empfehlen. Ja, ich könnte auch nicht wirklich sagen, was ich gesehen habe, außer wenn ich jetzt an der Tower Bridge vorbeikommen würde, weil alles andere kenne ich nicht wirklich so. Damit habe ich mich nie wirklich beschäftigt, was es da alles gibt, weil mich das einfach nicht wirklich interessiert. Also für mich ist jedes klapprige alte Haus mit Geschichte genauso viel wert wie wahrscheinlich das englische Parlament oder so. Das ist mir egal, ob da was historisch irgendwie noch in den Schlagzeilen ist oder ob irgendwas einfach nur so da rumsteht und alt ist und schön aussieht. Das ist für mich gleichwertig. Ja. Deswegen, ich könnte an jedem Haus stundenlang stehen bleiben. Und dann sind da auch so liebevolle Details einfach da. Das fehlt mir manchmal in Deutschland ein bisschen. Also hier in Berlin, muss ich mal sagen. Die anderen Gegenden von Deutschland kann ich ja nicht versprechen. Fehlt mir in Berlin mal ein bisschen, dass die Details nicht so da sind. Diese liebevollen Details. Also, da steht dann einfach eben mal auf dem Fensterbrett eine Vase mit schönen Blümchen. Einfach so. Ja, oder an so einem Haus, da wachsen eben die Mauerblümchen einfach raus. Das finde ich total toll. Wahrscheinlich wird die in Deutschland sofort gekillt werden. Na? So halt. Ihr wisst es ja. Ich bin ja ein bisschen crazy da in dieser Beziehung. Ja, ich hänge euch also da Bilder an von dem Teil der Reise und wir sind dann, haben wir schön was gegessen, richtig lecker gegessen. Ich muss mal sagen, das war die Reise der Burger. Ich hatte, glaube ich, fast jeden Abend Burger. Ja. Es hat sich einfach so ergeben und man kann in London super auch andere Sachen essen, aber ich habe da ja nicht so viel getraut, mir zu essen und das war mir immer am sichersten, weil das wusste ich, dass ich das vertrage. Deswegen habe ich dann immer auf den Burger zurückgegriffen, aber die Miriam und die Sabine haben natürlich auch andere Dinge gegessen. Man kann da auch wunderbar, wunderbar, ja, jetzt kommen die Meisen auch und sammeln das auf. Was ist denn heute los? Man kann da auch wunderbar japanisch oder asiatisch essen und es ist einfach alles da. Also die sind uns im Essen weit überlegen. Also es gab vielleicht mal eine Zeit, wo das gestimmt hat, dass man in Großbritannien so schlecht zu essen oder essen gehen konnte, aber das ist nicht mehr. Also wie wir dort gegessen haben, da bin ich immer schwer begeistert, jedes Mal aufs Neue. Erstens mal, was alleine schon die Qualität der Mitnahmenahrung, ne, auf den Bahnhöfen. Die übersteigt das, was wir im Supermarkt kriegen oder was wir auch in Gaststätten kriegen. Das übersteigt jetzt schon. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe es jetzt wieder gemerkt. Ich hatte in London, sind wir jetzt auf der Rücktour so früh losgefahren, dass wir nicht mehr einkaufen konnten da, weil die nicht, noch nicht offen hatten in Pankras. Und da habe ich mir dann in Belgien was geholt. Ich habe eins davon gegessen von den Sandwiches, habe ich weggemacht, weggetan. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Es ist einfach auch das Essen gehen da und die Qualität auch in den Pubs, was man zu essen kriegt. Ja, also da kann man echt nur schwärmen. Kann man jedem empfehlen, das wirklich zu machen. Und der Service sowieso übersteigt das, was wir hier kennen, bei weitem. Von allem. Ne? Es geht schon damit los, dass an den Bussen, die nicht fahren oder beziehungsweise die jetzt ins Depot fahren oder sowas, da steht dran, entschuldigen Sie bitte, also die entschuldigen sich dafür, dass diese Busse jetzt keine Menschen mitnehmen können. Ach, bei uns kann man froh sein, überhaupt was am Bus steht. Ja. Das fasziniert mich. Ja. Dann sind wir weiter in unsere Unterkunft. Da haben wir ganz gut geschlafen, das war okay.
Und am nächsten Morgen sind wir dann zum Paddington. Also wir kommen mit dem Eurostar, kommt man in Pancras an. Und man kann in Pancras auch weiterfahren, aber nicht in die Richtung von Wales. Nach Wales fährt die Great Western Railway und die fährt von Paddington. Deswegen sind wir früh nach Paddington mit all unserem Gepäck und dann ging es auf von der Anfangsstation zur Endstation nach Swansea. Sind wir durchgefahren, wir drei. In Swansea hatten wir ein bisschen Aufenthalt, bis unser Zug weiterfuhr. Da haben wir uns dann ins Café gesetzt, haben was getrunken und also man kann ja dort wunderbar so Kuchen und was weiß ich sage jetzt mal Oberbegriff Kuchen essen, Teilchen. Ach ja, es sind wirklich Verlockungen da, man muss echt aufpassen, dass man da widerstehen kann. Und dann sind wir weiter nach Bills Wells, beziehungsweise erstmal Bills Road, das ist die Station, wo die Bahn hält und da hat uns die Susi abgeholt, unsere Vermieterin und weil wir so viele waren, hat uns die Annette abgeholt, die Sternenelfin. Die hat dann die Mirjam mitgenommen. Wir haben ja in der Unterkunft zusammengewohnt von der Susi, die sie vermietet, wo wir jedes Jahr schon waren. Ja, das war unsere Anreise nach Wales. Jetzt nicht so spektakulär, aber da kommen ja die Bilder. Jetzt mache ich erstmal einen Cut und erzähle euch. Ich muss auch einen Cut machen, weil ich bin bei 21 Minuten, Kinder. Uiuiui, ich muss mal hier die Einstellung machen. Das sieht doch hier komisch aus mit mir. Also, bis gleich. Ja, dann schließe ich jetzt noch den ersten, also praktisch, wo wir angekommen sind, den Tag an, was wir da noch gemacht haben. Sind da nämlich noch ein bisschen einkaufen gegangen und ein bisschen in Bills rumgezogen. Und danach lade ich euch das als kleinen Vlog hoch und dreh dann die Wonderwool, dann kommt die und so werde ich das teilen. Das ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, das ist am besten.
Ja, wir sind also dann in der Unterkunft, haben unser Gepäck abgestellt und sind gleich nochmal los, weil die kleinen Läden machen meist 17 Uhr zu. Finde ich ganz gut, weil so haben die Leute auch noch was vom Leben und ich sag mal, die machen halt früh auch 19 auf und dann bis 17 Uhr, das reicht in so einem kleinen Ort, denke ich auch völlig aus. Außer natürlich die Supermärkte, die es da am Rande auch gibt, die haben natürlich länger auf. Wir wollten noch in den Supermarkt, weil wir uns noch Wasser kaufen wollten und ein bisschen was fürs Frühstück. Und sind dann durch den Ort auch noch geschlendert, haben es dort auch noch geschafft, dass wir ein paar offene Läden erwischt haben. Und da habe ich auch gleich wieder was gekauft. Wir haben das so schöne, war so ein schöner Klamottenladen und da habe ich mir, zeige ich euch, ein Shirt gekauft. Das musste einfach mit. Also ihr seht, ich habe noch keine Wolle, aber ich habe schon Klamotten geshoppt. Das ist jetzt alles ein bisschen zerknittert, weil das war alles irgendwie in meinen Koffer geranscht. Das ist ein ganz dünnes Sommershirt, das gefällt mir total gut und das kann ich bestimmt zu vielen anziehen. So, habe ich euch gezeigt. Ja, das habe ich mitgenommen und dann sind wir. Ich hänge euch die Bilder an von dem kleinen Ort. Wir sind dann auch im The Lamps essen gegangen. Das war jetzt nicht so gut, also muss ich mal sagen. Das kann ich nicht empfehlen. Es gibt dort in diesem Ort, das ist ja auch erstaunlich, es ist ein kleiner Ort, aber es gibt irgendwie vier oder fünf oder vielleicht sogar sechs Locations, wo man essen gehen kann. Wir waren in der Zeit nur einmal dort essen, weil auf der Wonderwall selber gibt es so leckeres Essen, dass wir dann lieber das gegessen haben. Ja, also wir waren einkaufen. Und dann haben wir noch einen schönen gemütlichen Strickabend gemacht nach dem Pub bei der Susi in der Küche. Haben schön gelabert. Beziehungsweise im Wohnzimmer haben wir gesessen. So, ja, im Wohnzimmer und dann sind wir ins Bett, weil am nächsten Tag ja das große Ereignis war. Schön fand ich, dass wir uns halt alle da getroffen haben. Das war richtig gut. Die Annette von Sternenelfin war noch da und die Miriam und Sabine und ich und dann kam auch noch Tienchen mit ihrer Tochter. Also wir waren so eine richtige deutsche Gang da. Ja, das war unsere Anreise. In Worten. Die Bilder hänge ich hinten dran. Ja, guten Morgen. Wir fahren jetzt nach Swansea und daneben ist die Miriam. Kuckuck. Und da drüben sitzt die Sabine und die liest schon Strickzeitschriften. Und hier, wo ihr jetzt nichts seht, jetzt fahren wir gerade aus London raus. Sieht nicht sehr spektakulär aus im Moment. Und wir fahren auch noch ganz langsam.